Moin Leute und heute zeige ich euch, wie ihr zwei geheime Waffen in GTA Online freischalten könnt, die beim letzten Heist-DLC dazugekommen sind. Nämlich diese zwei Waffen könnt ihr nicht einfach so kaufen, das wäre viel zu einfach. Nein, ihr müsst sie tatsächlich suchen bzw. finden und dafür Vorbereitungen treffen. Auch vor mit dem Video anfangen, würde ich euch erst schon mal bitten, einen fetten Like für das Video da zu lassen. Aber ich muss sagen, legen wir doch mal direkt los. Als erstes, bevor ihr den Überfall überhaupt startet und euch die Waffen holen könnt, müsst ihr gewisse Sachen vorbereiten. Ehrlich gesagt, müssen nur eine Sache vorbereiten, denn ihr müsst einen Schlüssel finden. Das klingt jetzt einfacher als gesagt, denn Leute, es gibt natürlich mehrere Locations für diesen Schlüssel. Die Locations zeige ich jetzt hier auch gerade im Hintergrund. Mein Tipp, Leute, fliegt die Locations einfach mit einem Oppressor oder irgendwas Schnelles ab, beziehungsweise fahrt hier ab, denn es kann ein bisschen dauern, bis ihr den Schlüssel gefunden habt, denn man weiß nicht, wodurch diese Mission getriggert wird. Man weiß es nicht, ob es über Tag sein muss, ob es Nacht sein muss, ob eine gewisse Uhrzeit an irgendeiner Location. Nein, es ist komplett random. Es ist auch völlig egal, in welcher Sitzung ihr in GTA Online seid. Es kann eine öffentliche sein, es kann eine Freundes sein, oder es kann sogar eine Einladungssitzung sein. Das ist wirklich völlig egal. Deswegen braucht ihr hier tatsächlich einfach ein bisschen Glück. In meinem Fall hat das tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Muss ich zugeben, ich hatte wirklich lange gesucht, bis bei mir die Mission getriggert wurde. Aber egal, ich würde mal sagen, wir hören uns gleich wieder, wenn ihr alle Locations mal gesehen habt. So Leute, ich zeige euch jetzt die Location, wo bei mir der Schlüssel gekommen ist. Und ich muss ehrlich zugeben, Leute, bei mir ist er gar nicht gespawnt, der Schlüssel. Der Schlüssel ist beim Kollegen von mir getriggert worden. Und das Coole ist, Leute, euer Freund kann euch helfen, den zu suchen, obwohl er selbst schon einen Schlüssel hat, ne? Weil mein Kollege hat schon den Schlüssel gehabt, aber bei ihm ist die Mission trotzdem nochmal neu getriggert. Und ich sage ehrlich, Leute, ich bin an dieser Stelle vor gut 15 Minuten selbst daran vorbeigefahren und da ist er nicht gespawnt. Deswegen kann es sich auch mal lohnen, wenn mal ein, zwei Leute mehr in der Sitzung sind und die danach suchen, an unterschiedlichen Stellen natürlich, nicht alle gleichzeitig. Aber gut, ich habe jetzt den Schlüssel nehmen können. Deswegen, Leute, würde ich sagen, gehen wir doch mal direkt in den Überfall. So, den Überfall könnt ihr natürlich alleine starten oder auch mit Freunden, das ist völlig egal, macht aber für nichts. Seit dem Überfall müsst ihr jetzt in ein Büro gehen, nämlich im Büro an seinen Schreibtisch. Wenn ihr daran vorbeigeht, werdet ihr irgendwann die rechte Pfeiltaste drücken können, um eine Schublade zu öffnen. Und wenn ihr diese Schublade öffnet, habt ihr schon die goldene Perico-Pistole und die ist jetzt freigeschaltet und gehört euch. Wie cool ist das denn? Generell sehr einfach. Die Mission für den Schlüssel für diese Schublade ist ein bisschen, ja, blöd, weil man nicht genau weiß, wie man die triggern kann oder sonst irgendwie. Man braucht einfach ein bisschen Glück. Aber generell sehr einfach. Aber ich muss mal sagen, gehen wir doch mal direkt zur Combat-Schrotflinte. Nämlich diese Combat-Schrotflinte könnt ihr ohne irgendwelche Vorbereitung suchen. Ihr könnt nämlich beide Waffen in einen Heist euch holen. Das ist generell kein Problem. Aber mein Tipp, Leute, ihr solltet generell den Heist-Überfall auf Schleichenmodus spielen.
Warum Schleichenmodus? Naja, ihr solltet alle ausgeschaltet haben, weil dann habt ihr die Ruhe und die Zeit, die Waffe zu suchen. Denn die Waffe kann an unterschiedlichen Locations spawnen, wer hätte es gedacht. Und hier, Leute, zeige ich euch jetzt erstmal die ganzen Locations, wo die Waffe spawnen kann. So, Leute, jetzt zeige ich euch die Location, wo bei mir die Waffe gespawnt ist. Und ich sage euch ehrlich, Leute, die Waffe ist bei mir hier gespawnt. Ihr seht sie hier angelehnt. Ihr könnt jetzt die rechte Pfeiltaste drücken, um die Waffe aufzunehmen. Aber, Leute, die Waffe ist jetzt für euch jetzt zwar jetzt auch freigeschaltet, aber ihr besitzt sie jetzt nicht, wie die goldene Perico-Pistole. Denn die goldene Perico-Pistole besitzt jetzt wirklich auch einen freien Modus. Aber diese Waffe habt ihr es nur freigeschaltet zum Kaufen. Das bedeutet, ihr müsst jetzt nochmal ca. 295.000 GTA-Dollars zahlen, um diese Waffe auch wirklich zu besitzen. Ja, ne, blöd gelaufen. Aber egal, Leute, ihr habt ja jetzt eh genug Geld von dem Überfall. Aber für den Fall, wenn jetzt mehrere Leute seid, die die Waffe gerne haben möchten, also diese Schrotflinte, dann, Leute, ein kleiner Geheimtipp von mir. Ihr müsst jetzt den Heist einmal verfehlen. Das bedeutet, ihr stirbt jetzt einfach allemal, dass ihr das so gesehen mit R2 schnell neu starten könnt. Und dadurch, dass ihr es neu startet, ist es bei euch zwar freigeschaltet, die Waffe, aber die Waffe wird nochmal neu versteckt. Das bedeutet, ein anderes Mitglied von eurer Crew kann sich jetzt die Waffe auch suchen. Und somit könnt ihr alle schnell diese Schrotflinte bekommen. Das sollte theoretisch mit der goldenen Perico-Pistole auch gehen, habe ich aber persönlich noch nicht ausprobiert. Deswegen ist es jetzt nur eine Vermutung von mir. Aber jetzt habt ihr die Waffe, ihr müsst jetzt einfach nur den Heist zu Ende spielen, dann zu irgendeinem Waffenladen fahren und euch die Waffe kaufen. Und das war's schon, jetzt habt ihr beide Waffen freigeschaltet, die an sich sehr geheim sind in GTA Online. Okay, ich gebe zu, Leute, goldene Perico-Pistole wird jetzt nicht die neue Kampfwaffe in GTA Online, aber die Schrotflinte scheint sehr gut und sehr nützlich zu sein. Deswegen, die Schrotflinte lohnt sich auf jeden Fall und die Perico-Pistole, naja, sie ist schön golden, also zum Flexen kann man sie ja auch irgendwie haben, ne? Also sagen, Leute, wenn euch das kleine Tutorial-Video gefallen hat, würde ich euch übelst von den fetten Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr diese krassen Tutorials. Aber ich würde sagen, ich bin raus, Leute. Wir hören uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.